Schönen guten Abend, liebe Zuschauer zu ATV Nachrichten. Nach den Klausen und Bärbele, dem Christkind und einem winzig kleinen Weihnachtsmarkt im Allgäu haben wir natürlich auch heute ein wichtiges vorweihnachtliches Thema, den Wunschzettel. Und das ist auch gut so, denn für den wird es langsam Zeit. Und das sind die weiteren Themen der heutigen Sendung. Stillstand auf dem Arbeitsmarkt, über die Arbeitssituation schwerbehinderter Menschen. Hut ab, Deutsches Hutmuseum eröffnet in Lindenberg und Verwöhnen im Advent, Projekttag im Seniorenzentrum Marienheim. Wir im Allgäu sind Sie mittlerweile gewohnt. Die konstant guten bis sehr guten Arbeitsmarktzahlen, die die Agentur für Arbeit Monat für Monat veröffentlicht. Durchschnittlich werden die Zahlen immer noch besser. Vollbeschäftigung im Prinzip. Anders sieht es aus, wenn man sich die Situation schwerbehinderter Arbeitssuchender anschaut. Hier tut sich seit Jahren nichts. Viele Firmen scheuen sich offenbar, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Die Arbeit am PC macht ihm Spaß. Wenn es um die EDV geht, sagt sein Chef, ist Benedikt Buchwald topfit. Er hilft bei der Vermittlung von Geschäftsräumen oder Wohnungen in einem Maklerbüro. Der 25-Jährige hat hier eine feste Anstellung gefunden und es gefällt ihm gut. Also Büro war schon immer mal so die Seite jetzt, dass ich jetzt bei einem Immobilienmakler gelandet bin, habe ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorgestellt. Aber warum nicht? Das in Anführungsstrichen Besondere an Benedikt Buchwald ist seine Behinderung. Seit seiner Geburt kann er den linken Arm nicht benutzen. Seinem Chef Wolfgang Klöck ist das egal. Einigen Kunden war das anfangs suspekt. Die Kunden haben teilweise nicht gut reagiert am Anfang. Einer hat gesagt, wie kannst du so einen einstellen? Bist du narrisch geworden? Und dann sage ich, das ist mein Betrieb. Und wenn es nicht passt, dann musst du woanders hingehen. Firma Klöck, Sie sprechen mit Herrn Buchwald. Grüß Gott. Viele Betriebe scheuen sich, Schwerbehinderte einzustellen. Dabei spielt Unwissenheit eine große Rolle und die Angst, Behinderte seien nicht leistungsfähig genug. Behinderte Menschen sind leistungsfähig, wenn sie die Arbeit haben, die ihrer Behinderung gerecht wird. Oft sieht man sie im Übrigen gar nicht. Dann sind sie genauso leistungsfähig und besonders motiviert. Überall dort, wo auch hier im Unternehmen, wo behinderte Menschen tätig sind, sind die Personalleiter, sind die Führungskräfte zufrieden. Die Agentur für Arbeit vermittelt schwerbehinderte Arbeitssuchende. Firmen wenden sich aber auch an die Agentur. Also es gibt sehr viele Rückmeldungen von Betrieben. Gerade in diesen Tagen habe ich wieder einige bekommen, die sagen, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, einen behinderten Menschen zu beschäftigen, weil wir nicht nur ein Team sein wollen mit lauter 35-Jährigen, sondern weil wir eine gemischte Mitarbeiterschaft haben wollen aus Menschen mit Migrationshintergrund, aus jüngeren, älteren und eben auch mit Menschen, die eine Behinderung haben. Behinderte sind nicht weniger wertvoll für ein Unternehmen, vorausgesetzt, sie haben einen Arbeitsplatz, der zu ihrem Handicap passt. Klar, man kann keinen Rollstuhlfahrer jetzt irgendwie als Zusteller oder sowas einstellen, aber wenn man halt oder wenn die Arbeitsumgebung passt, dann warum nicht mal probieren? Jetzt nicht gleich von vornherein sagen, nein, geht nicht oder ist schwierig, einfach mal ausprobieren. Also. Benedikt Buchwald hat einen Job, der ihm gefällt. Andere suchen noch. Auch auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt gibt es also noch einiges zu tun. Lindenberg im Westallgäu ist seit jeher bekannt als Stadt der Hüte. Und diesem historischen Ruf macht die Stadt jetzt einmal mehr alle Ehre. Über ein Jahr lang war das Hutmuseum in Lindenberg geschlossen, denn es wurde komplett neu aufgebaut. Dabei zog es zusammen mit der Touristeninfo in die ehemalige Hutfabrik Reich. Zwei Tage lang wird jetzt Eröffnung gefeiert. Und meine Kollegen waren heute Mittag schon dort und haben das Ganze auf sich wirken lassen. Also, wir haben das gleich eben
Es gibt viel zu sehen und zu entdecken im neuen Hutmuseum in Lindenberg. Auf 1000 Quadratmetern kann der Besucher hier Hutgeschichte, Herstellung und Mode aus 300 Jahren kennenlernen. Zwar ist die große Zeit der Hutfabriken in Lindenberg inzwischen vorbei, doch Museumsleiterin Angelika Schreiber betont, dass Hüte für die Stadt noch immer eine große Bedeutung haben. Wir haben noch viele Traditionen, die sich mit dem Hut verbinden, sei es unser Huttag oder wir sind auch der Krönungsort für die Hutkönigin hier in Lindenberg oder dann jetzt eben das Deutsche Hutmuseum Lindenberg, das die Stadtgeschichte zeigt, aber auch die Bedeutung von Lindenberg für die deutsche Strohhutindustrie. Die Geschichte der Hutherstellung zeigt das Museum mit modernster Technik. So kann der Besucher im Rundumkino bei der Hutherstellung zusehen. Ganz billig war eine so aufwendige Präsentation natürlich nicht. Um die 10 Millionen Euro hat das Museum wohl gekostet. Ganz genau weiß man das aber noch nicht. Wir werden da noch etwas drüber liegen, vermutlich. Genaue Auskünfte können wir aber erst erteilen oder geben, wenn die letzten Schlussrechnungen eingetrudelt sind. Ein ganz großer Teil dieser Kosten wird aber nicht von der Stadt getragen, sondern von Zuschussgebern verschiedenster Art. Die belaufen sich auf eine Summe von mindestens 7 Millionen Euro. Das zeigt auch den Stellenwert für die Region und das zeigt auch den Stellenwert dieses Projekts auch für die entsprechenden Stellen. Also auch da haben wir quasi bestätigt kriegt, dass das ein tolles Projekt ist und auf das wir auch stolz sein können. Das Museum soll dem Westallgäu einen neuen touristischen Anziehungspunkt geben, der auch bei schlechtem Wetter zieht. Deswegen war es den Machern wichtig, ein interaktives Erlebnis zu bieten. So kann der Besucher selbst Hüte anprobieren und zu seiner Lust und Laune den passenden Hut finden. Neben der Dauerausstellung hat das Museum aber noch mehr zu bieten. Wir haben auch einen wunderschönen Sonderausstellungsraum, wo momentan gerade eine Baustellendokumentation über das Entstehen von dem Deutschen Hutmuseum gezeigt wird. Wir haben einen Veranstaltungsraum im Dachboden, unseren Kulturboden, wie wir ihn nennen. Und wir haben das Kesselhaus, eine Erlebnisgastronomie, weil da ist auch noch der alte Kessel, diese Energiezentrale für die Fabrik, sieht man dort noch. Und das ist in so einem rohen, ursprünglichen Charme gehalten. Alte Hüte treffen in dem historischen Fabrikgebäude auf moderne Touchscreens mit Infos zur Geschichte. Und wie schwer eine Hutpresse zu bedienen war, das kann man auch ausprobieren. Es ist die Verbindung aus Altem und Modernem, die das Besondere am neuen Hutmuseum ausmacht. Die Stadt verspricht sich viel davon. Also für Lindenberg ist das mit Sicherheit ein Aushängeschild. Es zeigt, was für eine spannende Geschichte wir eigentlich haben. Diese Ausstellung bezieht sich ja nicht allein auf den Hut, sondern das ist ja eigentlich auch eine Zeitreise durch die Geschichte Lindenbergs. Und wir versprechen uns natürlich zum einen eine gute Außendarstellung, wir versprechen uns viele neue Gäste in Lindenberg und wir versprechen uns natürlich auch ich insbesondere, auch nochmal ein Stück Bewusstseinsbildung bei den Lindenbergern selber. Und vielleicht rückt das moderne Museum ja auch den Hut wieder stärker in den Blickpunkt des modebewussten Menschen von heute. Denn auch wenn Hüte gegenwärtig nicht mehr so oft getragen werden, ein gewisser Reiz ist ihnen einfach nicht abzusprechen. Ob Fastfood an sich nun sonderlich gesund ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. Die Burger, die zwei Herren in Lindau vor einiger Zeit vorgesetzt bekommen haben, waren es aber mit Sicherheit nicht. Denn sie waren zuvor mit einem Schlafmittel versehen worden. Zugetragen hat sich diese Geschichte in einem Lindauer Hotelzimmer. Ein 39-Jähriger hatte sich dort mit seinen zwei Opfern eingemietet und die beiden nach Eintreten der Wirkung des Schlafmittels ausgeraubt. Zwei hochwertige Smartphones und 9.000 Euro waren das Ergebnis des dreisten Raubs. Der Täter muss sich jetzt vor dem Landgericht Kempten verantworten. Die Anklage lautet schwerer Raub und wegen des Schlafmittels, das die Staatsanwaltschaft als gesundheitsschädlichen Stoff einstuft, auch gefährliche Körperverletzung. Wir sind gleich wieder zurück mit ATV Kompakt und weiteren Nachrichten aus dem Allgäu. Lassen Sie sich verzaubern von der stimmungsvollen Atmosphäre auf dem Markt Oberdorfer Weihnachtsmarkt. In 40 weihnachtlich geschmückten Buden finden Sie Weihnachtsdekoration, liebevolle Geschenkideen, weihnachtliche Naschereien wie Waffeln, gebrannte Mandeln, Glühwein und vielerlei herzhafte Gaumenfreuden. Für die kleinen Besucher fährt täglich die Pferdekutsche und der Nikolaus mit seinen Engeln bringt eine Überraschung mit. Das bunte Rahmenprogramm stimmt auch Sie auf Weihnachten ein.
Superschnee. Superschnee. Skifahren mit Schneesicherheit vor der Haustüre. Superschnee. Die Skisaisonkarte für 38 Bergbahnen und 250 Liftanlagen im Allgäu, Kleinwalsertal und Tannheimer Tal. Superschnee. Die Skisaisonkarte mit gratis Wanderherbst. Für alle, die gerne auf dem Gletscher skifahren, gibt's die Allgäu-Gletscher-Card. Und jetzt neu. Das ganze Jahr Bergspaß pur genießen mit der Superschnee-Jahreskarte. Weitere Infos unter superschnee.com. Erleben Sie den Allgäuer Presseball unter dem Motto Jubiläumsgala. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Stargast ist die Sopranistin Anna-Maria Kaufmann. Lassen Sie sich von ihrer Stimme verzaubern. Flotte Tanzmusik spielt das Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Jetzt neu, die Superschnee-Jahreskarte. Das ganze Jahr Bergspaß pur erleben mit der Superschnee-Jahreskarte. Weitere Infos unter superschnee.com. Beim Memminger Christkindlesmarkt vom 28. November bis 21. Dezember auf dem Marktplatz in Memmingen erwarten Sie zahlreiche Stände voller Geschenkartikel, kulinarische Leckereien und stimmungsvolle weihnachtliche Klänge. Der Christkindlesmarkt hat werktags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der außerferner Weihnachtsmarkt in Reute auf dem Vorplatz der St. Anna-Kirche stimmt Sie wunderbar auf die bevorstehenden Festtage ein. Freuen Sie sich auf ein täglich wechselndes weihnachtliches und musikalisches Programm, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Erleben Sie einen gemütlichen Winterabend im weihnachtlich geschmückten Hüttendorf. 40 Aussteller präsentieren ihre Handwerkerkunst und Verkaufsstände im Innenhof bieten weihnachtliche Leckereien an. Eine Märchenerzählerin lädt die Kinder zum Träumen ein. Beim Familienerlebnis-Weihnachtsmarkt am Sonntag sind viele Aktivitäten für die kleinen Besucher geboten. Und das sind die Meldungen vom 11. Dezember. Der Prozess gegen einen 68-Jährigen aus Memmingen, der seine Frau erwürgt haben soll, ist heute zu Ende gegangen. Der Mann wurde wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. In der Urteilsbegründung hieß es, dass der Mann seit Jahren unter seiner kontrollierenden und aggressiven Frau gelitten habe. Sie habe ihm beispielsweise den Zugang zur Toilette verwehrt und das Trinken rationiert. Wie berichtet, war ein Streit des Ehepaars im Mai diesen Jahres eskaliert. Die Frau drohte ihrem Mann damit, ihn töten zu wollen. Daraufhin würgte der Rentner seine Ehefrau. Sie konnte von Rettungskräften wiederbelebt werden, verstarb aber 2 Wochen später im Krankenhaus. Das CIA-Entführungsopfer Khaled El-Masri ist vom Geheimdienst zu Unrecht inhaftiert worden. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Senatsbericht hervor. Demnach war die Haft von El-Masri nicht gerechtfertigt. Interne Konsequenzen werde es deshalb aber nicht geben. 2004 ist der heute 52-Jährige von Agenten des CIA verschleppt und in Afghanistan unter unmenschlichen Bedingungen verhört und gefoltert worden. Der Deutsch-Libanese wurde mit einem Terroristen gleichen Namens verwechselt. Im Anschluss beging El-Masri mehrere Straftaten. 2010 wurde er wegen des Angriffs auf den Neu-Ulmer Oberbürgermeister vom Memminger Landgericht zu 4 Jahren Haft verurteilt. Im Mai dieses Jahres wurde er entlassen. Laut deutschem Geheimdienst soll er sich in einem westlich orientierten arabischen Land aufhalten. In der Nähe von Opfenbach ist es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-Jährige war in Richtung Lindenberg unterwegs. In einer Linkskurve wollte sie mit ihrem Pkw einen Sattelzug überholen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Lkw und prallte frontal mit ihm zusammen. Auch der Sattelzug wurde in den Unfall verwickelt. Er stieß gegen das Heck des Autos. Keiner der 3 Fahrer wurde verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 13.000 Euro. Am Freitag feiert der EV Füssen nachträglich sein 92-jähriges Bestehen. Am 11. Dezember 1922 wurde der Eissportverein im Hotel Sonne gegründet. Dieser diente laut Gründungsprotokoll vor allem dem Zusammenschluss der Eissportfreunde zur Pflege des Eissports. Die Gründung der Eishockeyabteilung fand ein Jahr später statt. Ihr erstes Spiel hatten die Füssener damals gegen Riesersee. Ja, die Stadt Füssen nimmt den Geburtstag zum Anlass. Also mein Geburtstag ist ja am 11. Dezember, also einen Tag später eigentlich.
nehme ich mir zum Anlass, die ehemaligen Füssener Oldstars, die ehemaligen deutschen Meister, Nationalspieler, Olympiateilnehmer mit 50 Freikarten zu beschenken. Im Jubiläumsspiel treten die Leoparden am Freitag gegen den EC Bad Tölz an. Derzeit liegt der EV Füssen auf dem 11. Tabellenplatz der Oberliga Süd. Soweit die Meldungen vom 11. Dezember. Und jetzt sind wir gespannt, ob es etwas Neues vom Winter gibt. In der kommenden Nacht wird es im südlichen Allgäu nass und ungemütlich. Das Thermometer schwankt zwischen minus einem Grad im Westallgäu und bis zu plus zwei Grad im Oberallgäu. Morgen Vormittag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Alpenrand werden bis zu 5 Grad erreicht, im westlichen Allgäu liegen die Werte um die 2 Grad. Auch am Nachmittag bleibt der Himmel stellenweise bedeckt, die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. Bei Windgeschwindigkeiten um die 18 km/h und Temperaturen bis zu minus 7 Grad wird es auf dem Nebelhorn eisig. In den Allgäuer Bergen liegen die Tiefstwerte sonst bei bis zu minus 5 Grad. Es gibt auch hier einen Mix aus Sonne und Wolken. Regnerisch beginnt das Wochenende. Am Samstag werden Höchstwerte zwischen 2 und 8 Grad erreicht. Am Sonntag wird es kühler. Bei Temperaturen um die 0 Grad wandelt sich der Regen hier und da in Schnee. Der Wochenstart beginnt hingegen trocken, die Sonne will sich aber trotzdem nicht wirklich zeigen. Zu den Feiertagen haben ja nun die meisten das Bedürfnis, besonders hübsch auszusehen. So auch die Bewohner des Seniorenzentrums Marienheim. Bei einer Aktion der katholischen Jugendfürsorge wurde das für die Seniorinnen und Senioren möglich gemacht. Unter dem Leitspruch „Verwöhnen im Advent" fand jetzt ein besonderer Projekttag statt. Zwei Jugendliche des Förderzentrums St. Georg holen Frau Klotner zu ihrem besonderen Wellnessprogramm ab. Heute bekommt die Seniorin von Friseur-Azubis des Förderzentrums eine Handmassage sowie eine neue Frisur verpasst. Das Förderzentrum ist eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge. Dort wird sich um die persönliche, schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen gekümmert. Christoph Nunner ist Fachreferent am Förderzentrum. Er hat den Projekttag in Zusammenarbeit mit den Auszubildenden vorbereitet. Also zum einen haben wir natürlich die Jugendlichen von Anfang an mit einbezogen. Zum anderen gab es auch gerade für die Jugendlichen aus dem berufsvorbereitenden Lehrgang einen Rollstuhlführerschein. Da waren sie extra hier. Und auch die Azubi, die Friseur-Azubi, haben hier noch eine Einweisung bekommen, wie geht man mit älteren Menschen um, was sind die Besonderheiten, auf was müssen wir achten, sodass sie heute jetzt auch sicher ihre Arbeit machen können. Den Projekttag hat das Seniorenzentrum Marienheim in ihr Adventstürchenprogramm integriert. Jeden Tag erwartet die Bewohner des Heims eine neue Überraschung. Die Idee zu der Aktion kam jedoch von außerhalb. Die Idee wurde an uns herangetragen und da waren wir natürlich gleich sehr begeistert. Zumal mit diesem Projekttag heute auch der neue Frisiersalon im Marienheim nach der Renovierung eröffnet wird und ganz feierlich eingeweiht. Ja, und da können wir uns nichts Schöneres vorstellen als die vielen jungen, engagierten Leute, die sich für unsere Bewohner heute überlegt haben, dass sie sie im Advent verwöhnen und ihnen eine Freude machen wollen. Und bei solchen Ideen, das sagen wir natürlich immer ja. Geplant war die Verwöhnaktion zunächst für wenige Stunden. Die Resonanz war jedoch größer als erwartet. Pflegeberaterin Andrea Gerlach musste deswegen umplanen. Ja, die Idee kam super an. Es haben sich viel mehr Bewohner angemeldet, als wir überhaupt dachten. Ursprünglich war eine Aktion von 2 Stunden geplant. Da haben wir schnell gemerkt, das reicht nicht und haben jetzt die Aktion auf den ganzen Tag ausgeweitet. Also von morgens 9 Uhr bis nachmittags 16 Uhr werden unsere Bewohner verwöhnt und freuen sich auf eine Handmassage oder einen extra Friseurtermin. Ja, natürlich vor allem auf die viele Jugend bei uns im Haus. Der Projekttag kommt bei den Bewohnern gut an. Auch in Zukunft kann sich das Seniorenheim eine Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum vorstellen. Ja, wir sind immer bestrebt, Netzwerke zu knüpfen.
Und wir können uns sehr gut eine weitere Zusammenarbeit vorstellen, entweder mit weiteren Projekttagen oder auch mit Praktikumsstellen im Marienheim oder mit beidem. Ich denke, dieser Projekttag hat gezeigt, dass von beiden Seiten sehr viel Interesse da ist. Also von unseren Bewohnern war das Interesse sehr groß, auch von den Auszubildenden und natürlich auch von uns, die wir den Projekttag organisiert haben. Die Haare von Frau Klotner liegen nun perfekt. Sie ist zufrieden und freut sich über den persönlichen Rückbringservice. Was gibt es Schöneres an Weihnachten als strahlende Kinderaugen? Als die Freude der ganz Kleinen, wenn sich lang ersehnte Wünsche erfüllen. Traurig allerdings die Tatsache, dass immer wieder Familien die Wünsche ihrer Kinder schlicht und einfach nicht erfüllen können. Roundtable 34 Memmingen und die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim organisieren deshalb das Projekt Wunschbaum. Hier können Kinder ihre Wünsche im Wert von etwa 20 Euro, die ihre Familien ihnen nicht erfüllen können, auf einen Wunschzettel schreiben. Und diese Zettel können dann von Wunschpaten in der Sparkassenfiliale in der Kramerstraße in Memmingen von einem Wunschbaum gepflückt und erfüllt werden. Das jeweilige Weihnachtsgeschenk sollte dann bis zum 15. Dezember zum Wunschbaum zurückgebracht werden. Wirklich eine tolle Idee. Es bleibt nur zu hoffen, dass möglichst viele Wunschzettel gepflückt werden. Und um den Wunschzettel dreht es sich im Übrigen auch gleich bei uns im heutigen Adventsversle. Mein Wirtshaus. Kochen mit Bier. Wird Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Aus Mehl, Eiern und Salz entsteht hier in Hummels Restaurant in Kempten ein Spätzleteig. Doch schon an dieser Stelle wird es anders. Hans-Jürgen Hummel hat eine Variation in petto, die genau in unsere Reihe Kochen mit Bier passt. Manche nehmen ja auch halb Milch dazu. Und warum sollte man nicht mal Bier dazu nehmen? Dann haben wir einfach mal aus Jux und Gaude haben wir das mal gemacht. Und dann sind wir drauf gekommen, dass man ja eigentlich für die Zwiebeln auch noch Bier nehmen könnte. Und so hat sich das einfach entwickelt. Außer dem Bier als Zutat wird der Spätzleteig gemacht wie immer. Dazu gehört auch viel Handarbeit. Aber wichtig ist, dass man den Spätzleteig gut schlägt, damit er Blasen bekommt. Also man lässt ihn eine Weile stehen und dann bekommt er Blasen und dann sieht man schon, dass er richtig ist. Und wenn man dann die Spätzle macht, dann merkt man schon, dass sie ein bisschen schwer durchgehen. Aber dann sind sie fast so, wie die Italiener sagen, Nudeln al dente. Und meiner Meinung nach schmecken sie nur so richtig gut. Und weil aus den Spätzle Kässpatzen werden sollen, dürfen die Zwiebeln nicht fehlen, natürlich mit Bier. Aber auch sonst kocht man hier mit Bier. Schweinsbraten ist obligatorisch, natürlich mit einem schönen Bockbiersoße. Oder wir machen auch manchmal zum Dessert Bockbier Sabayone, solche Sachen. Jetzt den Spätzleteig ins kochende Salzwasser hobeln. Wenn alles oben schwimmt, kann abgeschöpft werden. Fehlt nur noch der Käse. Ob mit Spätzle oder etwas anderem, bei Hummels kann man gut feiern. Unsere Philosophie lautet: Freunde feiern Feste. Uns macht es einfach am meisten Spaß, wenn wir merken, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen. Wir haben verschiedene Räume dabei für 30 bis 60 Personen. Wir haben einen großen Saal dabei mit bis zu 200 Personen. Wir haben für Familien einen Kinderspielplatz dabei. Also auch für Familienfeiern, für Feste, für alles sind wir eigentlich gerüstet. Jetzt gibt es erst einmal ein Mittagessen für die ganze Mannschaft. Bockbier-Kässpatzen aus Hummels Restaurant in Kempten. Guten Appetit! Wirtshaus. Kochen mit Bier. Wurde Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Dank der großartigen Unterstützung des Allgäuer Mundartvereins haben wir natürlich auch heute wieder einen Adventsversle für Sie. Buhr schreibt ans Christkind, so der Titel heute. Und verfasst hat das Versle Claudia Uhlemeier. Viel Vergnügen.
Bub schreibt ans Christkind. Liebes Christkindle, heu dir vom letzten Jahr eigentlich schon Dankeschön gesagt. Der ferngesteuerte Hubschrauber hat mich fei fichtig gefreut. Der Jungfernflug gegen das Stubestier, das war eine blöde Geschichte. Gut, dass der Opa mechlerisch der Hotten wieder kriegt. Heut möcht ich dir gerne schreiben, was ich mir diesmal wünsch. Es tät mich halt unbandig freuen, wenn mir was bringen könntsch. Die Mama hat mich wissen lassen, heuer soll's ich deia sei, damit für das Flüchtlingskind nebenan auch noch etwas leiden dei. Die Kinder sind erst seit letzter Woche im Haus gleich nebenan, damit du dir frei it vergisch, will ich dir das heut sah. Die werden dir, das weiß ich gewiss, keinen Brief zukommen lassen. Die können überhaupt nicht Deutsch. Du deutsch die nicht verstau. Ich hoff, wenn ich mich günstig halt, dann hast du für dir noch nur. Am besten gebe ich von meinem Zeug da auch noch was dazu. Der Poppycar und Sandelzeug, das holst du einfach bei mir. Ich stell's am 23. auf die Fülle nebst dir. Mein allergrößter Wunsch an dich, mein liebes Christuskind, wäre, dass der Papa möglichst bald wieder eine Arbeit findet. Du hast doch sicher ein paar Jobs in deinem Sortiment. Leg einfach ein gutes Wörtle ein, das kostet dich keinen Cent. Und mach, dass doch der Papa es bitte nie verlässt. Nicht, dass es mir noch gerade so wie Müllers Mechsle geht. Sei Mama steht allein nichts da. Das nimmt dir ganz schön her. Und sein Papa darf er bloß all zweite Woche sehen. A Kedigs Kettka wäre eine Sache. Das dürft gebraucht auch sein. Vielleicht kriegst du es vom Fritz umsonst, dem ist es eh viel zu klein. Opas Gesundheit, wenn verhebst, das wäre auch eine Schau. Noch könnt ich nächstes Jahr auch ganz oft mit ihm in die Werkstatt gehen. Vielleicht bringst du ihm auf Weihnachten, das wäre frei gar nicht dumm, ein wenig Holz. Liegt doch ganz gewiss bei dir im Himmel rum. Ihr zahlt die Noah bitte. Ich trau mich kaum zum Saar. Ich hoff, du hast einen Einfluss auf den Ministrantenplan. Wenn das für dich machbar wäre, dann der die Viecht, die gerne öfter mal mit Weichslers Rot am Sonntag eingeteilt wäre. Die gefällt mir und wir sind fast nie miteinander dran. Aber bitte, kaum verraten, dass ich das wollen habe. Liebes Christkind, ich hätte noch einen Wunsch. Mach das in naher Zeit bei der Mathelehrerin Frau Stolz ein kleiner Nachwuchs geht. Ich mag das Mathe einfach nicht und so ist it mein Fall. Und weil sie doch verheiratet ist, wäre das Beste für uns all. So, ich bin am Ende und hoff, ich habe auch nichts vergessen. Du wirst dich wundern, was das kostet. Hast du mitgerechnet beim Lesen? Wenn wirklich Bretter übrig hast und Fritz sein Kettgar kriegst, noch kostet das Ganze keinen Cent. Ich bin so sparsam, siehst. Für alles, was erfüllen kannst, danke dir schon heut. Wenn du Arbeit da hast, wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit. Nächstes Jahr melde ich mich dann mehr und wünsche mir mehr was Neues. Ein Gruß an dich und alle Engel von Hackemüllers Luis. Vielen Dank an Claudia Uhlemeier für unser heutiges Adventsversle. Und Ihnen jetzt noch einen schönen vorweihnachtlichen Feierabend. Bis morgen.